Beneidest du auch manchmal andere Menschen, die selbstbewusst und sicher auftreten, die Erfolg haben und alles scheinbar mühelos meistern? Kennst du das nagende Gefühl von Unsicherheit? Bist du schüchtern oder sogar manchmal verlegen oder zu angepasst? Und wärst du vielleicht auch lieber ein Mensch, der es etwas leichter im Leben hat und der kaum Probleme hat oder diese ganz einfach lösen kann? In diesem Fall solltest du unbedingt die 10 super Tipps ausprobieren, die ich dir gleich erzählen werde. Selbstliebe ist die Grundlage für Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Wenn du dich selbst nicht lieben und akzeptieren kannst, wirst du auch kein Selbstvertrauen haben. Ich sage dir, mit diesen 10 Tipps wirst du mit allem viel leichter fertig werden. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Kardinal und ich bin Bioenergietherapeutin, Heilmedium und Buchautorin. Schön, dass du heute hier bist. Denn in diesem Podcast zeige ich dir diese wundervollen Tipps, mit denen du jede Herausforderung meistern kannst. Nur wenn du weißt, was in dir steckt, kannst du auch andere von deiner Kraft überzeugen. Misserfolge und Angst solltest du ab heute einfach hinter dir lassen. Es gibt viel Schlimmeres im Leben. Lerne dich selbst zu lieben und zu akzeptieren. Ich weiß, dass das schnell gesagt ist, aber aus diesem Grund nenne ich dir jetzt diese 10 Tipps. Der erste Tipp: Sei dankbar für das, was du hast. Dankbarkeit ist die beste Selbstliebe. Beginne dich für dein Leben zu bedanken und für alles, auf das du Wert legst. Sei es dein Körper, deine Familie, Freunde oder auch nur das schöne Wetter. Alles ist wertvoll und es ist es wert, dass man sich dafür bedankt. Der nächste Punkt: Lerne auch einmal Nein zu sagen. Nein sagen bedeutet Selbstliebe. Lerne Grenzen zu setzen und zeige anderen, wenn du etwas nicht möchtest oder dir etwas nicht gut tut. Versuche, zu deinen Gefühlen zu stehen. Wenn dich etwas ärgert, dann sag es auch. Wenn dir etwas Freude bereitet, dann lass es raus und sei froh. So stärkst du dein Selbstbewusstsein. Der dritte Punkt: Lerne dich selbst besser kennen und lieben. Wenn du dich selbst kennen und lieben lernst, bist du auch in der Lage, andere Menschen zu lieben. Fang an, dir selbst Gutes zu tun. Tu dir etwas Gutes. Gönn dir eine Massage oder ein schönes Essen. Triff dich mit Freunden und unterhalte dich über schöne Dinge im Leben. Der vierte Punkt: Vergiss deine Ängste und Misserfolge. Jeder von uns hat im Leben schon einmal Misserfolge erlebt, aber darauf solltest du nicht herumreiten. Solche Erlebnisse sind Erfahrungen, die dich wachsen lassen, aber man sollte sie nicht überbewerten. Lass sie los und denk an die schönen Momente in deinem Leben. Sie geben dir Kraft und lassen dich strahlen. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Das ist der fünfte Punkt. Jeder Mensch ist einzigartig und hat seine ganz eigenen Stärken und Schwächen. Du bist perfekt, so wie du bist. Entscheide dich für ein positives Lebensmotto. Jeder Mensch braucht ein Motto, das ihn immer wieder antreibt und motiviert. Mein persönliches Motto ist: Alles ist möglich. Der sechste Punkt: Lebe im Hier und Jetzt. Genieße die schönen Momente in deinem Leben und konzentriere dich nicht auf die Zukunft oder die Vergangenheit. Lebe im Jetzt und sei zufrieden mit dem, was du hast. Mach dir keine Sorgen um die Zukunft, denn sie kann sich mit jedem Tag
und mit jeder Entscheidung von dir verändern. Der siebte Punkt. Beginne zu meditieren oder dir positive Affirmationen vorzusagen. Jeden Tag ein paar Minuten für dich selbst zu haben, ist sehr wichtig. In dieser Zeit kannst du deine Gedanken sortieren und dich entspannen. Du kannst dir auch positive Affirmationen vorsagen, um dich selbst zu stärken und zu motivieren. Zum Beispiel: Ich bin stark, ich bin mutig, ich bin wertvoll. Lass alte Glaubenssätze los, die dich schwach machen, und stärke dich mit positiven Affirmationen, wie auch zum Beispiel: Ich bin gut genug, ich schaffe das, ich verdiene Liebe. Der achte Punkt. Finde ein Hobby oder etwas, was dich glücklich macht. Jeder Mensch braucht etwas, das ihn ausfüllt und glücklich macht. Finde heraus, was dir am besten gefällt, und tu es dann jeden Tag für ein paar Minuten, für eine gewisse Zeit. Es kann alles sein, von Sport über Lesen oder auch Malen. Hauptsache, es macht dich glücklich. Der neunte Punkt. Nimm dir Zeit für deine Träume und Ziele. Jeder Mensch hat Träume und Ziele, aber oft weiß man nicht, wie man sie erreichen soll. Fang an, kleine Schritte zu tun und glaube an dich selbst. Alles ist möglich. Sei dabei erfinderisch und neugierig wie ein Kind. So kannst du Dinge erleben, die du nie für möglich gehalten hättest. Und der zehnte Punkt, last but not least, sei dir selbst ein guter Freund, eine gute Freundin und gehe aus der Selbstkritik heraus. Vergiss nicht, dass du es bist, der oder die dein Leben am besten kennt. Höre auf dein Bauchgefühl und mach dir keine Sorgen, was andere Menschen über dich denken könnten. Wichtig ist nur, dass du zufrieden bist mit dem, was du tust und wie du lebst. Vergleiche dich nicht mit anderen, sondern schaue nur auf dich selbst. Denke niemals negativ über dich. Löse dich von deinem inneren Kritiker. Schaue nur auf deine eigenen Erfolge und schaue nicht darauf, was andere tun. Wichtig ist nur, dass du dich selbst akzeptierst und an dich glaubst. Das waren jetzt diese 10 wundervollen Tipps. Und wenn du beginnst, diese Tipps so nach und nach umzusetzen, dann garantiere ich dir, dass du selbstständiger wirst, dass du Erfolge hast, dass dir alles viel leichter fallen wird. Bitte teile dieses Video, damit mehr Menschen von diesen Tipps profitieren können, und abonniere meinen Kanal, wenn du es noch nicht getan hast, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ganz wichtig sind auch deine Kommentare, in denen du anderen mitteilen kannst, wie du im Leben mehr Selbstvertrauen gewonnen hast. So unterstützen und stärken wir uns gegenseitig. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute. Wir hören uns zum nächsten Podcast.